Sie sind hier, 17. November 2018, 18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mandy Islacker spielt für den FC Bayern München. Urheberrecht Getty Images. Der letztjährige Pokalfinalist FC Bayern erreicht durch einen Sieg gegen Bremen das Viertelfinale im DFB-Pokal. Auch Potsdam steht in der nächsten Runde. Die Spitzenteams Turbine Potsdam und Bayern München haben sich im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen keine Blöße gegeben und sind souverän in die nächste Runde eingezogen. Potsdam setzte sich beim MSV Duisburg 3:1, 2:0 durch, München bezwang Werder Bremen mit 3:0, 1:0. Titelverteidiger VfL Wolfsburg ist erst am Sonntag, 14:00 Uhr, beim Regionalligisten FC Forstern im Einsatz. Für Potsdam trafen Felicitas Rauch, 4. Foul Elfmeter, Anna Gaspar, 36. und Johanna Elsig, 55. Nach ihrem Treffer sah Elsig zudem die gelb-rote Karte, 73. Kathleen Radke, 90. erzielte den Ehrentreffer für den MSV. In München traf Gilroth bereits in der 2. Minute zur Führung. Im 2. Durchgang erhöhten Sydney Lohmann, 70. und Linit Behrenstein, 84. für den Favoriten. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.